So, Freunde der Nacht. Wir machen weiter mit WoW Retail Version. Ich muss auch nochmal zusehen, dass ich die Tage wieder ein bisschen Vanille aufnehme, aber... Ja, jetzt gerade bin ich irgendwie so im Modus Retail Version. Mir ist übrigens gar nicht aufgefallen, wie cool die Waffe hier aussieht, ne? Ja. Ist mir vorhin erst beim Einloggen aufgefallen. So kann es dann gehen. Ja. Ich bin ja immer noch ein bisschen so am Vorwärts, am Vorproduzieren. Ich glaube, das ist auch einfach keine dumme Idee. Passiert mir in der Regel jetzt diese Woche auch sehr helfen. Wir haben jetzt Mittwoch, den 19. Am 27. ist die Urteilsklausur und ich habe noch nicht besonders viel dafür getan. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ich nicht ganz auf den... nicht ganz ins Ungewisse tappe, denn ich musste ja allein schon beim Gericht jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Urteile schreiben, bestimmt 7 oder 8 Stück. Und entsprechend mache ich mir da jetzt nicht die größten Sorgen. Allerdings bin ich da auch ein bisschen im Zugzwang, weil meine bisherigen Leistungen sehr, sehr gut waren. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man erstmal auf so einem Trip ist, dass man... Das ist genauso letztlich... Das ist im letzten Endes genauso, wenn man besonders schlecht ist, dass man dann Angst hat, noch eine schlechte Klausur zu haben, nur dass es halt bei mir eher positiv ist. Denn wenn man relativ gute Klausuren geschrieben hat, dann möchte man natürlich auch das Ganze gut zum Abschluss bringen. Und es ist so, dass in der Ausbildung die 3 besten Klausuren, also es gibt 4 Klausuren, und die 3 besten zählen in die Bewertung. Und da ist es natürlich schon so, dass ich jetzt mit 2 sehr, sehr guten Ergebnissen irgendwie auch im Endeffekt dann möchte, dass das auch insgesamt so gut bleibt. Und ich möchte jetzt nicht mehr den Schnitt runterziehen. Ja, und das ist halt entsprechend mein Ziel. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht irgendwie so auf dem Stuhl zurücklehnen und sagen, ja... Das wird schon. Und darüber hinaus kommt halt die Tatsache, dass es jetzt mit meiner Korrekturassistenz richtig losgeht. Also ich kriege jetzt tatsächlich pro Woche 10 Klausuren. Werd natürlich auch nicht ganz schlecht bezahlt dafür. Also jetzt kann man sagen, so oder so, was ist gut bezahlt, aber... Da ich ja auch einen Werkvertrag habe, also pro Stück bezahlt werde, ist es auch kein fester Stundenlohn, sondern es liegt einfach daran, umso schneller ich diese 10 Klausuren natürlich ordentlich abarbeiten kann, umso höher ist mein Stundenlohn. Und gerade am Anfang war es halt für mich in den ersten 10 Klausuren so, dass ich mich schon sehr darauf konzentrieren musste und ja, da war es halt, sagen wir mal so, es war... Für jemanden, der noch nie Klausur korrigiert hat, jedenfalls jetzt nicht so, wie ich das jetzt mache, für den ist es dann plötzlich doch was anderes, ja, sich darauf einzulassen. Und dann kostet das im Zweifel auch so ein bisschen mehr... Wir müssen hier rein. So ein bisschen mehr... Ja, Aufwand, Energie. Weil halt alles... Es sind halt nicht... Man hat halt nicht die gleichen Schemata wie sonst, sondern man muss sich da irgendwie neu reinversetzen. Reinlesen jetzt nicht. Es gibt ja nicht irgendwie so ein Buch, wie korrigiere ich Klausuren. Aber... Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder 10 Klausuren. Die ewige Sonne leitet uns. Und die müssen auch bis nächste Woche Donnerstag korrigiert werden. Den Übermeister erledigen. Ich war früher hier der Großknecht. Aber jetzt, da ich degradiert wurde, geht mir auf, dass unsere ganzen Pilgerreisen von Kel Talas in die Scherbenwelt eine einzige Lüge war. Eine Lüge, die von Kel Talas eingefädelt wurde, um seine Streitkräfte hier im Nethersturm zu stärken. Ich habe versucht, meine Brüder davon zu überzeugen, dass wir fortgehen sollten. Besonders wegen der brennenden Legion, aber sie sind hier alle zu stur. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Tötet Übermeister Gringar. Kehrt dann zu euren Astralen zurück und sagt ihm, dass ich kein Feind mehr bin. Wo ist denn? Ach, der ist hier.
Nee, das ist ein Kristall. Ach, keine Ahnung. Aber der Übermeister ist hier, glaube ich, in der Hütte. Übermeister, das ist auch eine Bezeichnung. Da darf man nicht ganz wenig von sich überzeugt sein. Da ist mir, fällt mir übrigens gerade ein, so völlig random aus dem Zusammenhang, dass ich seit Ewigkeiten kein Pokémon mehr gespielt habe. Ich habe mir am Anfang des Jahres, ihr erinnert euch vielleicht, habe ich mal erwähnt, dass ich mir Pokémon Rubin gekauft habe. Und damit bin ich noch lange nicht durch. Und das liegt jetzt schon seit einiger Zeit auf dem Couchtisch und ich habe es nicht mehr angefasst. Liegt momentan tatsächlich daran, dass wenn ich was irgendwie mal nebenbei auf Konsole oder in diesem Fall auf dem Tablet spiele, dass es dann Hearthstone ist. Denn ich habe dort den Schlachtzugsmodus für mich entdeckt. Der macht tatsächlich ziemlich viel Spaß. Und das kann man echt gut spielen. Das heißt, wenn ich mal was spiele momentan, dann ist es eher das, abseits von irgendwelchen Desktop-Spielen auf dem PC. Obwohl man Hearthstone natürlich auch hier spielen kann, aber das mache ich eigentlich eher nicht. Es ist halt, das Tablet ist halt prädestiniert dafür. Zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Deswegen noch eine Mine. Und hier sind sogar auch noch Nethermanten. Also sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Damit kann ich doch schon mal arbeiten. Frage ich mich natürlich, warum der dann hier weiter bleibt. Tag für Tag arbeiten wir in dieser Mine. Blutelfenmänner sind für solche körperliche Arbeit nicht geschaffen. Ist das so? So, wann kann ich aufmounten? Jetzt? Ja. Dann heißt, ich muss die gar nicht. Ich muss die gar nicht erledigen. Oh, haben wir da noch eine Mine? Komm, Teufelseisen. Bitte, bitte, bitte. Nee. Adamantit! Ja, ich sehe halt nicht, wie viel es momentan wert ist, ne? Ich hoffe übrigens jetzt langsam inständig, dass der Nethersturm vorbei ist. Am Anfang war es ja ganz cool, aber das ist jetzt auch schon längere Zeit her. Wir waren doch relativ lange in diesem Gebiet und ich brauche jetzt langsam einfach mal einen Tapetenwechsel. Also das wäre schon nicht ganz schlecht. Klar, das Ding wertet sich jetzt auf, ne? 14 Crit. Ja, wir verlieren einfach nur alle Stats. Von daher. Quests. Scherbenwelt. Also den violetten Turm habe ich eigentlich abgeschlossen, also ich habe eigentlich alle Quests immer abgeschlossen. Da braucht man übrigens nur zwei. Also eigentlich müsste ich jetzt hierfür einen Meter bekommen. Ich kann auch gleich nochmal versuchen, den Big Boss da hinten zu erledigen, aber
der ist das. Was war das denn gerade für ein Interrupt-Try von mir? Holy moly, war das schlecht. Also wenn ich jetzt hier, mal kurz gucken. Das ist ja eine Dungeon Quest, ne? Nee, das ist nicht die Dungeon Quest. Das hier ist die Dungeon Quest. Keine Ahnung. Wenn wir hier dann keinen Meter bekommen, dann bekommen wir halt keinen Meter. Es ist mir dann auch einfach zu doof, da jetzt irgendwie Ewigkeiten hinterher zu suchen. Ich meine, ich hab's ja alles schon mal irgendwann bekommen. Aber ihr habt ja selber gesehen, wie lange das... Wir haben zwei Parts damit verbracht, zu suchen... Und dann letztlich auch jemanden zu finden, ne, der uns bei dieser einen Quest, dieser einen 5-Mann-Quest geholfen hat, hier eine Gruppe zu finden. Also die meisten Leute questen gar nicht so weit, dass du bis zu dieser Quest kommst. Also, wenn die Leute überhaupt hier in den Nethersturm gehen, wahrscheinlich tun das schon die wenigsten. Ach so, warte mal. Sucht Kommandant Armeer beim Wachposten des Protektorats auf. Es scheint so, als ob eine außenstehende Macht Interesse an den Geschäftsmethoden des Konsortiums gewonnen hat. In den letzten beiden Tagen wurden 5 Händler des Konsortiums als vermisst gemeldet. Es besteht großer Grund zur Annahme, dass die Astralen etwas damit zu tun. Meine Güte, was ist denn das hier? Dass das Astraleum etwas damit zu tun hat. Wenn ihr helfen möchtet, sucht nach Kommandant Armeer beim Wachposten des Protektorats. Ihr findet den Wachposten des Protektorats östlich von hier auf der nächsten Insel. So, und was war das jetzt hier? Ihr habt in der Tat viel, worüber ihr nachdenken müsst, Nexus Prinz Haramat. Zum Beispiel den Kristall von Atamal meinem Meister Prinz Keltas zu übergeben. Bild von Nexus Prinz Haramat sagt, nein, ich denke nicht. Die Selbstständigkeit, die Selbstlosigkeit, das kann ich kaum lesen, weil es so klein ist, dessen Zeuge ich gerade werden durfte, hat meinen Geist geläutert. Meine Geschäfte mit eurem Meister sind vorbei. Ihr könnt zu ihm zurückkehren und ihm sagen, dass ich beschlossen habe, den Kristall von Atamal den Naru zu übergeben. Botschafter... Solanas sagt, was? Das ist unverschämt. Dafür werdet ihr bezahlen. Haramat, euer Gehilfe hier. Wachen, wartet, ich bin gleich da. Das hat unsere Geschäftsbeziehung mit Keltas definitiv beendet. Bitte, bitte, bitte bleibt hier. Ich komme gleich zurück. Es gibt etwas, das für mich tun sollt. Meine Güte, ey, das müsste ich eigentlich viel größer machen. Sonderlieferung nach Shadrat. Ich bin ein Astraler, der sein Wort erhält. Ihr habt mich wirklich inspiriert. Ich werde euch den Kristall von Atamal geben, damit ihr ihn den Naru überreicht. Da Herr Heldenmut dies möglich gemacht hat, soll euch die Ehre zuteil werden, ihn zu übergeben. Ihr könnt meinen persönlichen Teleporter benutzen, um direkt nach Shadrat zu gelangen. Tretet einfach hindurch und er wird euch dorthin bringen. Gebt den Kristall den Naru namens Adal auf der Terrasse des Lichts. Hat er nicht was von Teleport gesagt? Naja, ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig, ich muss eh erst einmal hier hin. Reiches Adamantit vorkommen. Das nimmt man primär deswegen mit, weil man hier auch solche Abfälle drin hat, wie irgendwelche
Elementpartikel. Oh. Ein barmherziger Auftrag. Wir haben diese Gefängniskugel auf unserer letzten Sperrmission im Gebiet des Astraliums sichergestellt. Hätte sie nicht dieses schwache Störsignal gesendet, hätten wir sie vielleicht nie gefunden. Wir glauben, dass einer von uns darin eingesperrt ist, aber wir haben keine Möglichkeit, die Kugel zu öffnen, ohne den Inhalt zu verletzen. Wir wissen nur, dass praktisch jedes Mitglied des Astraliums den Schlüssel dazu haben könnte. Beschafft euch einen Schlüssel und bringt ihn zu uns, damit wir das Geheimnis der Kugel entschlüsseln können. Gut, und mit diesen Worten beende ich den Part für heute. Wir hören uns übermorgen wieder, dann geht's weiter mit WoW Retail Version. Macht's gut, bis dahin, ciao, Kakao.